Hier ist Sonja und das ist mein Draw My Life. Alles fing an, als ich am 14. August 1998 geboren wurde. Meine Mama wollte mich eigentlich Alexa nennen, aber dann haben sich meine Eltern für Ronja entschieden, wie in dem Kinderbuch Ronja Räubertochter, weil sie dachten, dass ich ihr vom Aussehen sehr ähneln würde. Meine Mama hat braune Haare, mein Papa fast schwarz und sie dachten, dass ich wie das Mädchen im Buch braune Haare und braune Augen haben würde. Das wurde dann aber, wie ihr vielleicht wisst, nichts. Wir haben zu dritt in einer Wohnung in Frankfurt am Main gewohnt, bis mein kleiner Bruder auf die Welt kam, Justus. Mit ihm sind wir dann in eine Doppelhaushälfte auf dem Land gezogen, wo mein Bruder und ich den Großteil unseres Lebens verbracht haben. Ich war immer ein neugieriges Kind und wollte unbedingt, schon bevor die Schule angefangen hat, lesen lernen. Deswegen hat mir meine Mom Lesen beigebracht und ich erinnere mich noch dran, dass das so 2-3 Märchenbücher waren und eins, was ich als Poppy Tulpe in Erinnerung habe, obwohl Google sagt, das gibt's nicht, also irre ich mich dann möglicherweise. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, zur Schule zu gehen. Und weil ich ein Krankkind war, wurde ich dann mit 5 Jahren eingeschult. Meine allerbeste Freundin in der Grundschule hieß Samantha. Wir haben im gleichen Ort gewohnt und ich bin bis heute mit ihr befreundet und ich habe sie erst vor ein paar Wochen das letzte Mal gesehen. Ansonsten habe ich viel mit den Jungs in meiner Klasse gemacht und habe in den Pausen Fußball gespielt. Einer von den Jungs, mit dem ich damals gut befreundet war, hat direkt neben mir gewohnt. Justus und ich haben in der linken Doppelhaushälfte gewohnt und die 2 Jungs, die beide ungefähr in meinem Alter waren, haben rechts gelebt. Einer davon war in meiner Klasse, einer war ein Jahrgang höher. Da meine Mom meistens noch länger gearbeitet hat, als ich Schule aus hatte, bin ich oft nach der Schule mit rüber und die Mutter von den beiden hat Mittagessen für uns alle gemacht und ich habe dann noch mit den Jungs gespielt. In der 3. Klasse hatten wir statt normalem Sportunterricht Schwimmen und sind dann immer mit dem Bus in den angelegenen Ort zum Schwimmbad gefahren. Ich konnte gut schwimmen, das war nicht das Problem, aber unsere Lehrerin hat die Notenvergabe davon abhängig gemacht, ob wir vom 3-Meter-Turm oder vom 5-Meter-Turm springen. Für 3 Meter gab es eine 2, für 5 Meter eine 1. Selbstverständlich wollte ich die 1. Ich bin also auf den 5-Meter-Turm hoch und als ich von oben runtergeschaut habe, hatte ich so eine Höhenangst, dass ich schnurstracks wieder die Leiter runtergeklettert bin. Logischerweise hatte ich dann auf dem Zeugnis eine 2 stehen und ich hatte vorher meinen Eltern erzählt, wie die Noten zustande kommen. Weil es mir so peinlich war, dass meine Eltern dachten, dass ich mich nicht getraut hätte, vom 5-Meter-Turm zu springen, habe ich behauptet, es müsste bestimmt ein Fehler sein. Ich bin ja vom 5er gesprungen, also müsste ich ja eigentlich eine 1 haben. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass mein Vater direkt das Telefon in die Hand genommen hat und meine Schwimmlehrerin angerufen hat. Die hat dann logischerweise die Wahrheit erzählt und das war eine ganz schön peinliche Situation. Meine Eltern haben die Geschichte noch Jahre später aufgebracht und ja, es wird nicht besser. In der 4. Klasse ist Samantha dann nach Amerika gezogen, weil ihr Vater da einen neuen Job hatte. Ich hatte zwar noch andere Freunde, aber ich war trotzdem ziemlich traurig, als sie weg war. Dann bin ich ins Gymnasium gekommen. Ich erinnere mich noch ganz genau an mein Einschulungskleid von damals. Es war aus so einem Nähladen, wo die Besitzerin alles selbst gemacht hat. Und es war orange mit so grünen Blütenblatt-ähnlichen Stofffetzen an der Taille. Im Gymnasium selbst kannte ich fast niemanden. Fast alle anderen Kinder aus meiner Grundschule sind auf eine andere weiterführende Schule gegangen als ich. Die einzige, deren Gesicht ich schon mal gesehen hatte, waren 2 Mädchen aus der Parallelklasse von damals und ein Junge, der in der Grundschule eigentlich immer einen Jahrgang über mir war, aber dann das letzte Jahr nochmal wiederholt hat. Mit dem einen Mädchen aus der Parallelklasse, Sina, habe ich mich dann aber auch recht schnell angefreundet und meine 2. beste Schulfreundin Jill habe ich tatsächlich im Bus kennengelernt. Jill hat nicht weit weg von mir gewohnt und wir haben uns ständig getroffen. Und auf der alten Kamera von meinem Dad und dann später halt auch auf ihrer Kamera einen Haufen Sachen gefilmt. Von schlecht nachgemachten Galileo-Formaten über fragwürdige Werbeclips bis zu seriösen Nachrichtensendungen, bei der eine von uns vor dem Fernseher stand und moderiert hat und die andere sowohl gefilmt hat, als auch mit der Wii-Fernbedienung dramatisch die Weltkugel im Hintergrund zu drehen und das Wetter aufzumachen. Besonders innovativ war dabei die Kategorie Zufallswetter des Tages, die haben wir selbst noch ergänzt und ich bin noch ein bisschen stolz drauf. Der Ort, in dem ich damals gewohnt habe, war unglaublich abgelegen und quasi mitten im Wald. Also egal, wo man hin wollte, man musste erstmal an der einen Straße, die uns mit der Außenwelt verbunden hat, entweder 10 Minuten durch den Wald nach rechts oder 10 Minuten durch den Wald nach links fahren. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist der Bus zu uns nicht allzu häufig gefahren. Und man hat auch gut und gerne mal 1-2 Stunden nach der Schule auf den Bus warten dürfen. Mit 15 habe ich dann den Entschluss gefasst, einen Motorradführerschein zu machen, damit ich wenigstens ein bisschen Unabhängigkeit haben kann und habe mir dann so einen 125er Roller gekauft. Ich habe relativ schnell meinen Führerschein gemacht, wurde mit 16 fertig, sodass ich direkt nach der Fahrprüfung mit meinem Roller zur Schule fahren konnte. Von mir zu Hause aus waren es auch nur ungefähr 5 Minuten Fahrt zum Haus von Jill, die zwar nicht im gleichen, aber in einem ziemlich ähnlichen Kaff gewohnt hat wie ich.
Kurze Geschichte am Rande. Meine Eltern waren mal für ein paar Tage weg und ich war allein zu Hause. Das war zu der Zeit, in der ich gerade meinen Motorradführerschein gemacht habe. Also ich hatte den noch nicht. Wir hatten nicht mehr wirklich Essen zu Hause und ich hatte gar keine Lust, mit dem Bus zum Einkaufen zu fahren, wie die besagte Busfahrzeiten, weil es halt auch sonst so ein dreistündiges Unterfangen gewesen wäre. Einen Roller hatte ich ja schon gekauft und ich habe auch schon ein paar Fahrstunden gehabt und ganz ehrlich, Rollerfahren ist auch nicht wirklich schwer. Deswegen habe ich mir gedacht, was soll's, und bin halt schnell mit dem Roller rüber. Meine Eltern kommen zurück und die ältere Frau, die im Nachbarhaus gewohnt hat und scheinbar nichts Besseres zu tun hatte, als zu beobachten, wer die Straße hoch und runter fährt, hat bei mir zu Hause angerufen und meinem Vater erzählt, dass ich ja einfach zum Rewe gefahren bin und ich habe ja noch gar keinen Führerschein und bla 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 bla. Richtige Snitch, ja. Richtig frech. Mein Vater fand es aber lustig und ich habe ihm auch vorher schon gesagt, dass ich einmal kurz zum Rewe bin und niemand in meiner Familie fand es wirklich schlimm. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ihr es nachmachen sollt. Ja, fahren ohne Führerschein ist eine Straftat. Ich hatte nur Glück, dass ich nicht erwischt worden bin und mittlerweile ist das auch schon über 5 Jahre her. Also, ich habe gegoogelt. Das ist verjährt. Also, falls mich irgendjemand hier anzeigen will, ja. Ha! Ha ha ha! Jill und ich haben zusammen unsere Autoführerscheine gemacht und sie war ein Jahr älter als ich. Deswegen hat sie mit 18 ihr eigenes Auto fahren dürfen und hat mich meistens mit zur Schule genommen. 2016 war meine Schulzeit dann vorbei und ich habe mein Abi geschrieben. Obwohl ich fürs Abi nicht super viel gelernt habe, weil ich die meiste Zeit League of Legends gespielt habe, ist meine Endnote ganz gut gewesen und ich war ziemlich zufrieden. Sina war nicht mehr in meinem Abi-Jahrgang, weil sie vorher ein Auslandsjahr in Amerika gemacht hatte und deswegen jetzt eine Stufe unter mir war. Jill ist direkt nach dem Abi für ein Au-pair-Jahr nach Australien. Deswegen war meine Hauptbeschäftigung auch nach dem Abi PC spielen. Ich hatte auch eine neue Freundesgruppe mit Leuten gefunden, die auch Computerspiele gespielt haben und die auf meiner Schule waren. Ich hatte vorher nicht wirklich viel mit ihnen zu tun, deswegen war ich am Anfang richtig verwirrt, weil ich über TS oder Discord nur die Stimmen gehört habe und die Benutzernamen nicht zu den Menschen zuordnen konnte. Nach dem Abi war ich nicht ganz sicher, was ich machen wollte. Ich war noch 17, deswegen wollte ich nicht direkt studieren gehen. Meine besten Optionen waren also ein FSJ oder ein Au-pair-Jahr. Au-pair war meine erste Wahl und ich habe versucht, nach Amerika zu kommen, aber als ich nach einem fast halben Jahr immer noch keine Familie gefunden hatte, haben meine Eltern Druck gemacht, dass ich endlich mal was mache und ich habe dann FSJ in einer Kita angefangen. Weil ich echt spät dran war, gab es aber nur noch einen FSJ-Platz, der echt weit weg war, deswegen habe ich mir ein Auto kaufen müssen und bin dann jeden Tag 40 Minuten zu der Kita gefahren, in der ich gearbeitet habe. Am Anfang hat es echt Spaß gemacht, die Kinder waren sehr niedlich, aber weil davor meine Zeit nur mit PC-Spielen verbracht habe, bin ich im Normalfall nicht vor 2 Uhr nachts ins Bett gegangen, aber ich musste fürs FSJ um 6 Uhr aufstehen und das war, das war nicht so gut. Das lief nicht gut. Das war auch ungefähr die Zeit, zu der sich meine Eltern getrennt haben. Justus und ich sind ziemlich auf der Seite von meiner Mom geblieben, mein Verhältnis zu meinem Vater war zu der Zeit auch wirklich nicht gut. Wir haben viel gestritten und mein Vater war auch nicht mehr viel zu Hause. Mit 18 bin ich dann von zu Hause ausgezogen, um im nächsten Semester mein Studium anzufangen. Ein paar von meinen Freunden waren schon nach Darmstadt gezogen und es war nicht so weit von zu Hause entfernt, deswegen habe ich mir dann auch ein WG-Zimmer in Darmstadt gesucht. Ich bin ungefähr zu der Zeit auch mit meinem ersten Freund zusammengekommen. Er war einer der Jüngsten meiner Freundesgruppe und wir haben schon vorher relativ viel Zeit miteinander verbracht. Ich bin dann jede Woche von Darmstadt aus die ungefähr 50 Kilometer zu ihm gefahren und war meistens das ganze Wochenende da. Allgemein lief es aber gar nicht gut. Meine WG-Mitbewohner waren deutlich älter als ich und waren ziemlich komisch. Außer meinem Zimmer war die Wohnung eklig und dreckig. Die lag im Keller, deswegen war es echt kalt und dunkel. Wir hatten Mäuse und so Lebensmittelmotten in der Küche. Es war mega eklig. Mein Auto ist kaputt gegangen und es hätte zum Reparieren so viel Geld gekostet, dass ich es mir nicht leisten konnte. Und in meiner Familie gab es extrem viel Stress. Meine Eltern haben quasi nur noch über ihre Anwälte miteinander geredet. Und zu alledem war mein Studium überhaupt nicht das, was ich wollte. Ich fand den Stoff uninteressant. Ich hatte das Gefühl, Informatik war unmöglich das, was ich für den Rest meines Lebens machen könnte. Zu der Zeit war ich ziemlich unglücklich und ich habe viel mit Olli darüber geredet, dass ich nicht zufrieden bin und was ändern möchte. Eine positive Sache, die ich zu der Zeit angefangen habe, war auf Twitch zu streamen. Dafür, dass ich frisch angefangen hatte, lief es überraschend gut. Und schon nach einem halben Jahr war ich verpartnert, was für mich ein echter Meilenstein war und ich war so stolz. Weil ich wusste, dass ich was ändern musste, habe ich mein Studium gewechselt und halbwegs spontan meine Wohnung gekündigt. Das mit der Wohnung war tatsächlich super riskant, weil ich noch keine neue Wohnung gefunden hatte und es am Anfang auch wirklich so aussah, als würde das nichts mehr werden. Olli und ich waren ja schon seit einiger Zeit zusammen und hatten beschlossen, dass wir zusammenziehen wollen. Aber weil ich ja schon in Darmstadt gewohnt habe, habe ich die ganzen Wohnungsbesichtigungen übernommen. Ungefähr eine Woche, bevor ich aus meinem WG-Zimmer ausziehen musste, habe ich dann Gott sei Dank eine Wohnung gefunden und bin dann da mit Olli eingezogen. Ich war so froh, aus dem alten Loch von Wohnung raus zu sein und endlich die Schlüssel zu meinem neuen Zuhause in den Händen zu halten. Meine Wohnung ist nicht perfekt, aber ich bin so viel glücklicher hier und mittlerweile sieht es auch echt schön aus. Ich habe übrigens auch mal eine Roomtour gemacht, also falls euch das interessiert, ist das Video oben bei mir verlinkt.
Eines Tages kam dann eine E-Mail bei mir an. Sie war von Flo, der gerade neue Leute zum Aufnehmen gesucht hat, weil er aus seinem alten Aufnahmeteam rausgeworfen wurde und mich über Twitch gefunden hatte. Ich habe mir gedacht, warum nicht, und habe mit seiner Hilfe einen eigenen Kanal erstellt, gelernt, wie Minecraft funktioniert und mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Im Frühling habe ich mir dann zwei kleine Katzen gekauft, Chovy und Nala, weil ich schon länger darüber nachgedacht hatte, mir Haustiere zu holen, und ich habe das Glück, dass mein Vermieter damit überhaupt keine Probleme hat, deswegen stand den Katzen nichts mehr im Weg. Im gleichen Jahr habe ich mich dann von Olli getrennt, was zwar jetzt erstmal blöd klingt, aber wir haben beide gesagt, dass wir uns eher als Freunde sehen als als Beziehungspartner und wir sind auch bis heute wirklich gut befreundet. Nach nicht mal einem Jahr YouTube gab es dann aber die nächste Krise und Flo hat mich aus der Aufnahmegruppe geschmissen. Ich war ziemlich verloren, weil ich nicht wusste, was ich jetzt noch für Videos machen könnte. Meine Projekte waren alleine nicht umsetzbar und fielen ins Wasser. Ich hatte keine Ahnung von NPCs oder eigenen Servern und war komplett überfordert. In der Zeit habe ich dann noch kaum etwas hochgeladen. Alle Ideen, die ich hatte, habe ich nach kurzer Zeit wieder verworfen. Und im November, Dezember zusammen habe ich ungefähr 3 Videos gemacht, weil mir einfach die Inspiration gefehlt hat. Jede schlechte Sache hat aber auch etwas Gutes. Und zwar habe ich durch den Rauswurf jemanden kennengelernt, mit dem ihr vielleicht schon mal Kontakt hattet. Easy. Mit ihr habe ich wieder Spaß an YouTube gefunden und würde sagen, dass ich sehr viel zufriedener bin, seitdem ich nicht mehr in dieser Aufnahmegruppe bin. Meine Kätzchen sind mittlerweile auch schon ein Jahr alt, was echt verrückt ist. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich mache jetzt ein paar mehr Videos die Woche, damit ihr was zu schauen habt, während wir alle abwarten, dass sich die Quarantäne bessert. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr öfter mal ein paar aufwendigere Videos sehen möchtet. Und wenn ihr mögt, schaut gerne auf meiner Merch-Seite www.richtigronja.com vorbei. Da könnt ihr noch bis Ostern das neue Osterdesign bestellen. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!